Heute treffe ich im Backstage die Band Fjord aus Aachen, die man in die Post-Hardcore-Schublade zuordnen könnte. Sie sind übrigens nur zu dritt, was aber in Sachen Energie und fettem Live-Sound keinen Unterschied zu anderen Bands mit der doppelten Anzahl an Musikern macht. Los ging's mit Fjord 2012 und seitdem haben sie ihre Sporen Stückchen für Stückchen verdient. Zuerst kam damals eine erste EP namens Demontage raus und inzwischen gibt's 3 Alben von Fjord. Mit den letzten beiden Alben sind sie bei Grand Hotel Van Cleef erschienen, also Labelpartner von Leuten wie T.S. Uhlmann, Ketka, Herrenmagazin oder auch der Hansenband mit Schauspieler Jürgen Vogel am Mikro. Fjord haben sich von Anfang an besonders darum bemüht, interessante Videos zu drehen zu ihrer Musik. Und das machen sie mit Michael Winkler und seinem Team Iconographic. Zusammen mit der Band hat er sich fürs aktuelle Album Couleur etwas ganz Besonderes an einem ganz besonderen Ort ausgedacht. Erzähl, wo wir sind. Also was ist das hier genau? Wir sind im Hotel Waldlust in Freudenstadt im Schwarzwald, in dem ersten Grand Hotel Deutschlands, was nicht mehr das Grand Hotel von damals ist, teilweise ziemlich heruntergekommen ist, und aber teilweise auch noch sehr edel, einen gewissen Charme hat, und da sind wir heute. Was habt ihr? Ja, mit mir. Ja, super. Was habt ihr gemacht, Chris? Wir haben hier für unser aktuelles Album alle möglichen Videos gedreht. Also Musikvideos, eine Live-Session und das alles so in dem Gewand dieses alten Hotels dann gemacht quasi. Ja, weiht mich in die Geheimnisse des Ladens ein. Wir gehen am besten mal rein. Ja, cool. Ja, machen wir. Machen wir. Das ist tatsächlich ein absolut abgefahrener Laden. Oder? Wow. Krass, ne? Wie war euer erster Eindruck, als ihr das erste Mal hier reingekommen seid? Genau so wie deine Wow. Alles, ne? Total verrückt. Ja. Und ja. Ihr habt aufgebaut auf dieser Tanzfläche hier in diesem Saal und habt dann gespielt und die Sessions gemacht, oder was? Das haben wir mit Michael und Flora von Iconographic, die uns da immer begleiten, auch filmisch. Die sind dann auch durch die Räume und haben gesagt, boah, das wäre ein Spot, so hier machen wir es. Und dann haben wir da aufgebaut und verkabelt und losgelegt, ne? Also wie muss ich mir das vorstellen? Erzählt mal so ein bisschen von den Aufnahmen, wie das ablief. Also ihr seid hier rein, habt eben alles aufgebaut und habt ihr aber eine Live-Session gemacht. Also nicht nur reine Videoclips, sondern tatsächlich Live-Musik, die ihr aufgenommen habt, ne? Genau, ja. Also wir haben uns halt überlegt, in welchen Räumen wir gerne spielen möchten, ne? Also wir wollten halt gerne 4 Songs präsentieren eigentlich. Haben uns dann welche ausgesucht und sind halt hier, genau wie wir es jetzt machen, durchgegangen und gesagt, okay, wo sind irgendwie Räume mit besonderem Flair? Mhm. Und dann haben wir hier aufgebaut und losgelegt. Ja. Super, lass uns mal ein bisschen reingehen. Ja. Ein bisschen gucken. Dann habt ihr euch so ein bisschen über die Geschichte informiert. Ja, also ihr habt ja schon gesagt, dass hier so diverse Könige und irgendwelche Adelsleute abgestiegen sind mit der Zeit. Aber habt ihr Spukgeschichten gehört zum Beispiel oder ähnliches? Boah. Ja, es sollen wohl irgendwelche Geisterjäger auch hier ab und an aktiv sein. Und, Geisterjäger? Geisterjäger oder Geister. Geister mit irgendwelchen Geräten hier durchflanieren und sich hier schauen, wie dieses Teil da ausschlägt und so. Und das soll wohl sehr beliebt sein in der Szene, in der Geisterszene. Aber ihr habt nichts mitbekommen, während ihr hier wart. Ja, der bei uns die Stage-Aufbau immer sowas macht, der war auch mit. Und der ist halt nachts immer mit den Jungs losgezogen, die uns hier geholfen haben. Und Michael hat auch so einen Hund dabei und der ist manchmal aus den Ecken so angesprungen und dann so losgebellt. Der Schäferhund gilt als der beliebteste Gebrauchshund. Seine Nase verrät ihm auch, wenn Gefahr für seinen Herrn droht. Das wäre doch eigentlich auch für heutzutage wieder ein geiler Laden eigentlich, oder? Ich glaube, ich nicht mehr gehalten. Man wurde zu, es hatte dann letztes Mal 90er Jahre. Ich meine, dass irgendwas um die 2000er Jahre hier noch irgendwie ein Besitzer irgendwas versucht hat. Und ich glaube 2005 oder so, was ich weiß, das ist nur eine Google-Recherche. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher, dann aber auch dicht gemacht hat. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es halt einfach aufgrund des Alters einfach zu kostenintensiv ist, das Teil hier so am Leben zu halten, wie es für so ein Hotel gerade in der heutigen Zeit dann noch, für so ein Grand Hotel dann entsprechend sein müsste mit dem ganzen Prunk etc. Ich glaube, das
würde vielleicht so einen halben Stern kriegen. Bei mir 6 Sterne hier. Das ist super. Oder? Das ist geil. Nee, sehen wir genauso. Ich habe mir noch mal ein paar Sachen durchgelesen zu dem Hotel, das 1902 eröffnet wurde. Und tatsächlich waren 2005, als es dann final zugemacht wurde, erstmals Wissenschaftler des Instituts für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene im Hotel Waldlust, um zu gucken, welche Geister sich da noch so rumtreiben, welche Geister da noch wohnen. 3 Monate sind die da eingecheckt und haben mit früheren Gästen und Angestellten gesprochen. Eine der Storys, die wohl mehrere erzählt haben, dreht sich um eine vorbeihuschende Frau im weißen Schleier. Dazu später mehr. Aber erstmal zurück zur Fjords-Geschichte. Seit 2012 gibt es euch inzwischen, ne? Genau. 2012, exakt. Ja, Januar. Wie ging das los? Also seid ihr aus verschiedenen Aachener Bands entstanden am Ende? Oder ist es ein Schülerprojekt gewesen? Oder was war das? Schülerprojekte gab es bestimmt auch. Nee, wir haben alle schon in Aachen in Bands gespielt. Es gab halt irgendwie so eine Handvoll Bands in Aachen. Jeder kannte jeden und jeder hat irgendwie mit jedem auch mal zusammengespielt. Dann haben sich Bands aufgelöst, wie das so ist. Und letzten Endes war es, glaube ich, so, dass David und ich auch schon in einer Band zusammengespielt haben, wollten aber schon immer mal gerne was sehr Brachiales machen. Mhm. Weil wir so ein Faible für so eine Mucke hatten. Und haben dann halt jahrelang darüber philosophiert, dass wir uns dann irgendwann mal treffen müssen, um das zu machen. Das ist natürlich nie passiert. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so doch, nächste Woche Dienstag machen wir das jetzt mal. Und den Frank kannten wir halt auch. Und haben dann gesagt, hey Frank, du spielst doch Punkrock. David hatte damals auch noch so ein neues Projekt am Start, das war damals Koslowski. Ne? Ja. Und ich habe die total abgefeiert und habe gesagt, hör mal hier, Konzert, bla, seid ihr auch wirklich dann und dann da? Also ne, um die Uhrzeit, ich musste ein bisschen zeitlich was planen, wie auch immer. Und dann haben wir uns einfach abgeschnackt. Und dann kam, ja stimmt, du bist ja auch Schlagzeuger etc. Wollen wir uns mal nicht irgendwie treffen? Dann haben wir es gemacht. Reinhauen? Nee, das könnte passen. Ich war in seiner Indie-Band, wurde mehr oder weniger rausgeschmissen, weil er zu laut gespielt hat. Ja, also die mussten immer sagen, spiel mal leiser. Und bei uns war so, spiel mal laut. Das hat dann gut gepasst. Ja, ich hatte auch Bock nochmal auf was Härteres, also wo ich halt wirklich auch nochmal so ein bisschen reinkloppen kann. Und das hat dann super gut gepasst. Also wir haben uns dann getroffen, in Aachen auch in einem Bunker. Und ja, das hat gepasst. Könnt ihr eigentlich leben inzwischen von der Musik? Oder müsst ihr noch andere Sachen machen, bisschen so? Bisschen Musikunterricht oder was ist das? Ja, genau. Also das, man sagt immer so, es ist so auf dem Status, dass es reichen würde, wenn man so auf ganz kleinem Fuß leben würde. So, sag ich mal, 150 Euro WG-Zimmer und man kommt halt so ganz knapp irgendwie um die Runden. Aber wir haben immer noch Jobs nebenbei, wo wir dann nicht so zeitintensiv arbeiten müssen und dann viel Zeit für die Band haben, aber trotzdem noch sagen können, ja, wir sind halt, was dann in die Bandkasse reinkommt, kann dann nochmal für einen Videodreh ausgegeben werden oder für ein dickeres Studio und dass man da nicht so drauf angewiesen ist, immer zu veröffentlichen. Das ist schon ganz okay, aber das entscheidet irgendwann der Zuhörer, ob man das kann oder nicht. Das entscheidet man sich. Habt ihr denn so seriöse Jobs gelernt oder nicht? Ja, alle studiert haben wir alle. Habt ihr, ja? Was habt ihr studiert? Was ich? Sozialpädagoge und Sozialarbeiter, quasi ein Arbeiter derzeit in Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Ah, krass. Für Kiddies mit Behinderung und ja. Voll das Kontrastprogramm auch, ne? Zu der Rock'n'Roll-Welt. So. Ja, aber ein schönes Kontrastprogramm. Also, stimmt. Auf jeden Fall. Ja, weil man ja auch nicht ständig irgendwie, ich bewundere immer Bands, die dann sagen können, wir schließen uns irgendwie ein Jahr lang oder im Studio ein. Also ich glaube, man kann dann gar nicht, also ich könnte jedenfalls nicht so kreativ jeden Tag sein, von morgens bis abends, sondern auch mal geil, irgendwie ein familiäres Umfeld oder dann irgendwo raus, um dann halt eine andere Luft zu schnuppern und dann zu sagen, okay, jetzt sind wir wieder zusammen und jetzt machen wir wieder Mucke. Also dieses permanente Musik machen, ich glaube, dann fehlt die Inspiration aus. Was hast du studiert? Ich habe Politik und Sozialwissenschaften studiert. Okay, eigentlich auch relativ seriös, Chris. Ich bin Softwareentwickler tatsächlich. Also ich machst das auch noch? Also so nebenher? Genau, oder? Ja. Was für Software? Akustische Software. Also es hat schon was damit zu tun, deswegen ist das gut stemmbar irgendwie. Mhm. Ja. Mhm. Und dann habt ihr irgendwann so ein erstes Indie-Ding veröffentlicht damals. War das schon 2012 oder ein Jahr später? Das kam die Ross 2013 im Januar. Okay. Nee, das war 2012 noch. Und dann ging das so stetig weiter und im Endeffekt seid ihr dann bei Grand Hotel, beim großen Grand Hotel von Kleef gelandet. Also da sind wir halt hier, Act, hier Ketka, Tomte waren damals da, T.S. Ullmann natürlich. Wen waren die noch? Ja, Hansen-Band. Hast du gar nicht jemand dran erinnert? Okay. Ja, das war halt wirklich klassisch so von unten, dass wir unsere erste Show in Aachen vor 3 Mann gespielt hatten. Mhm. Und wir kannten Paul von Through Love Records, den über eine Freundschaft einfach, den wir von langer Zeit kannten. Und er hat dann mir gesagt so, ey, ich finde eure Mucke geil und ich würde es gerne auf Vinyl rausbringen. Und ich glaube, das war immer noch so der Punkt, dass mit so einer Platte, wenn man die hat, dann hat man in irgendeiner Form Akzeptanz. Jedenfalls, wenn du ein Konzert spielst und ja, wir haben auch eine Platte. So, Alle Platten werden
werden hier elektronisch abgehört, aber eine Stelle hier hört die Platten tatsächlich mit den Ohren ab. Wenn Sie das den ganzen Tag machen, können Sie dann abends überhaupt noch Musik hören, Platten hören? Ja, aber sicher. Es kommt drauf an, welche Musik wir haben. Natürlich, wenn wir laute Musik, Pop oder Rock, dann hat man schon mal, ist man geschafft an dem Tag. Die Ohren voll. Aber bei Klassik oder so überhaupt nicht. Wenn ich die Musik höre, zum Beispiel, ich bin immer erstaunt darüber, dass du das irgendwie hinkriegst, irgendwie über ein Konzert diese Stimme beispielsweise zu halten. Ne? Ja. Also das ist, ich wäre nach einem Song, ich meine nicht, dass ich es überhaupt könnte, aber nach einem Song wäre ich schon platt. So. Wie machst du das? Hast du das gelernt? Lernt man das? Muss man da irgendwie sich trainieren für? Oder? Das ist schwer zu erklären. Ich glaube, irgendwie hatte ich es irgendwann raus, weil ich halt immer im Auto irgendwie so meine Lieblingsbands mitgebrüllt habe. Also die ganzen Schreibbands, die ich dann gehört habe, einfach geübt. Was hast du gehört? Ach, keine Ahnung, alles Mögliche, irgendwie von früher Eves, dann gab es dann Architects, Underoath, Electron Fire, so diese ganzen Bands. Und hab dann halt einfach mitgebrüllt im Auto, war sofort heiser. Aber das habe ich dann halt so anderthalb Jahre lang gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, so cool, ich bin jetzt angekommen bei der Fahrt, bin nicht mehr heiser. Da kommt dieser brüllende Autofahrer wieder. Ja, genau, stehst du an der Ampel, musst du vielleicht mal kurz aufhören, weil die Leute vielleicht denken, okay, vielleicht besser nicht. Komisch. Überhaupt kann der friedfertigste Fußgänger ans Steuer seiner Jagdwaffe gesetzt eine beängstigende Form von Brutalität entwickeln. Am Anfang spielst du dann halt ein Konzert über eine halbe Stunde, bist dann völlig fertig. Mhm. Aber es ist wirklich Training, also so über die Zeit. Mittlerweile geht es dann halt auch so 90 Minuten lang. Und dann als nächsten Schritt stelle ich mir dann immer vor, also ich habe dann immer so meine Eltern im Kopf, ne, die dann so eine Mucke irgendwie plötzlich von mir hören und dann so, Junge, ist alles in Ordnung? So, weißt du, so habt ihr so Momente gehabt? Also mit einem, nee, oder fanden ihr es immer cool, was ihr... Ich glaube, das ist halt immer erstmal so, was die Jugend macht, finden die erstmal scheiße, ist ja klar. Ja. Aber mittlerweile ist da halt so eine gewisse Akzeptanz da. Das ist auch okay. Also, kommen die mal zu Konzerten, oder? Die sind auch schon bei Konzerten gewesen, ja. Okay. Das ist auch schon völlig in Ordnung. Das ist halt so der Klassiker, meine Maser studierte Musikerin und sie sagt immer so, ja, die Melodien, das ist voll schön, aber wenn dann wieder einer anfängt zu blöken. So. Also ich glaube, das ist so ein Generationending und das wird nie aufhören. Ich bin gespannt, wo unsere Kiddies später mal, was da so abgeht. Ja, und genau, die dann sagen so, oh Gott. Ja. Ja, aber Support ist halt sehr da von den Familien, so, dass die uns halt unterstützen bei dem, was wir tun. Und das ist halt immer wichtig. Das wäre geil, ey. Später mal so, ey, du hast Fjord gehört, so einen soften Kram. Yeah. Genau. Super. Jetzt wieder soften Kram. Genau, jetzt viel krasser. Und jetzt habt ihr eine ganze Menge eigentlich schon erlebt. Also ihr habt mit großen anderen Bands inzwischen zusammengespielt auf Festivals und so weiter. Wie ist das dann, wenn man sich da so langsam ranarbeitet und dann so, sag ich, vielleicht auch so ein paar Heroes trifft und so? Gab's das? Gab's so Momente? Haben wir Proben noch drüber gesprochen, ne? Donnerstag. Fjord fährt immer noch auf die Major Festivals, um andere Bands zu gucken. Das ist wirklich immer noch das Tollste daran. Ja, okay. Der Hurricane so, ja, wann spielen Biffy so? Weil es darf sich nicht überschneiden. Ja, ich weiß noch gar nicht, ob's wie und wann die jetzt auf dem Southside spielen. Das steht, glaube ich, derzeit noch nicht fest. Ich bin sehr gespannt, ob wir die zu Gesicht bekommen. Das ist wirklich surreal. Also ganz klar, man weiß halt, was man vorher gemacht hat. Dann geht man in diesen Garderoben vorbei, du kennst es, und dann stehen da die Namen an der Wand. Und ist man auch mal ganz ehrfürchtig und bloß keinem begegnen, weil wir natürlich unsere, also für uns alles, zum Beispiel Simon Neil, so ein Typ, wo wir alle denken, was für ein cooler Typ, was für eine geile Band. Letztes Jahr durften wir also mit Placebo gespielt, auf dem Deichbrand haben die dann mal gesehen. Also es ist schon so, wo du dann denkst, okay, krass, irgendwie darfst du jetzt hier spielen, aber verstehen tust du es nicht. Mhm. Ja. Aber ist es dann so, dass man nur so guckt oder geht man auch mal hin und labert die so ein bisschen an? Ja, labert auf keinen Fall. Nein, wirklich nicht. Viel zu viel Respekt. Nee, okay. Ich glaube, das macht keinen. Nee. Mit ihren Gesangstalenten in Sachen Herumschreien, Screaming, erlernt unter anderem bei zahlreichen Autofahrten, wie Chris gerade erzählt hat, und seinem echten Nachnamen Hell, das ist kein Künstlername, er heißt wirklich Hell, passt das mit dem Horrorhotel natürlich auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Als Haus- und Hofband werden sie bei den Fürsten, bei den Sultanen, den Königen, dem Hochadel, der früher in diesem Hotel abgestiegen ist, vermutlich eher nicht so gut angekommen. Zu den Twilight Zone Phänomenen gehören auch Stories der Bediensteten über ein schreiendes Baby, obwohl kein Gast mit Baby da war. Der Aufzug soll immer grundlos rauf und runter gefahren sein. Und die Porträtgemälde im Hotel ändern wohl je nach Stimmung den Gesichtsausdruck. Ist ja klar, dass es sich die Crew der Band nicht hat nehmen lassen, das Ganze mal selbst hautnah miterleben zu wollen bei den Dreharbeiten. Hier haben Leute übernachtet, hast du erzählt, David, von eurer Crew nachts. Ja, voll geil. Also die haben das echt durchgezogen, weil wir irgendwie... Ja, man hat uns halt gesagt vom Denkmalverein, dass es immer mal sein kann, dass hier jemand reinkommt. Und wir hatten ja viel Equipment stehen, was auch nicht alles uns gehörte, muss man dazu sagen.
Und dann haben wir gedacht, ja, zieh mal Streichhölzchen, wer bleibt denn hier? Und dann war halt bei der Crew und bei allen so, nee. Wir machen das schon zusammen. Und dann war der erste Plan, dass wir verteilt in verschiedenen Räumen schlafen. Das hat aber für 2 Minuten gehalten und dann alle so zusammengekauert da hinten vorne. Und ich habe dann ihr Auge gepennt, weil es war einfach ein cooles Erlebnis. Genau. Wir hatten zwar Hotelzimmer, aber alle hatten irgendwie Bock. Und nach der ersten Nacht hat die Crew alle Tage hier gepennt, weil die gesagt haben, es war so geil, wir machen das jetzt immer. Wer ist Adele? Wir vermuten, dass Adele die Besitzerin ist. Also ich meine, so hätten wir das gelesen und auch gesagt bekommen. Wir vermuten das. Nein, also soll wohl, glaube ich, die Erstbesitzerin oder die zwischendurch mal Besitzerin, keine Ahnung, irgendeine Besitzerin. Und die soll wohl auch in einem der Zimmer irgendwann ermordet worden sein. Krass. So, müssen wir mal gucken, wie nachher, ob da noch was zu finden ist. Drüben hängt wohl auch ein Foto von Adele. Und es schickt sich in Geisterkreisen, die erstmal zu begrüßen. Ihr macht ja mit Fjord deutsche Texte. Gab es da irgendwie eigentlich eine bewusste Entscheidung, das zu machen irgendwann? Zu sagen, wir machen Deutsch oder eher so, ja komm, wir probieren es mal und dann ist es dabei geblieben? Ja, sie haben auch schon viel Englisch gemacht früher. Mhm. Aber also ich persönlich hatte dann auch parallel immer mal wieder irgendwie so Art Gedichte oder Texte auf Deutsch geschrieben. Weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so, da kann ich ganz andere Sachen sagen und viel, da hat man irgendwie viel mehr Möglichkeiten. Aber das waren auch so Texte, die lagen dann in der Schublade für immer, quasi für Ewigkeiten. Und als wir dann halt Fjord angefangen haben, habe ich halt gesagt, ich hätte mal einen Text, könnte ich mal mitbringen, halt auf Deutsch. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir aus. Und von dem Punkt an war es halt, das war so viel mehr Freiheit, auf Deutsch zu schreiben, dass wir das Englische komplett verbannt haben. Also da haben wir gar keine Sekunde mehr drüber nachgedacht, auf Englisch nochmal zu schreiben. Mhm. Das war halt so viel geiler. Interessant, weil viele Leute sagen, dass es eigentlich viel schwieriger ist, gute deutsche Texte zu schreiben. Ne? Also man versteckt sich ja ganz gerne hinter so englischen Texten. Ne? Ja, das stimmt. Aber gerade bei dieser Band geht es ja um relativ unangenehme Sachen relativ direkt auszusprechen. So. Und das geht dann halt auf Deutsch umso besser. Mhm. Ja. Erzähl mal ein bisschen über die Inhalte, weil du gerade schon sagst, es geht auch um unangenehme Themen, es geht um innere Konflikte, es geht um politische Dinge und so weiter. Alles Mögliche. Ich glaube, dass wir einfach viel beobachten, was um uns herum passiert, also auch so im näheren Bekanntenkreis mit der Familie und so, dass wir halt sehr, sehr spitze Ohren haben, was die Leute so sagen, wie sie sich verhalten und das dann halt irgendwie versuchen, möglichst präzise irgendwie so niederzuschreiben und das halt auch auf den Punkt zu bringen, was daran halt eben falsch ist und nicht was gut ist, so als Kanal quasi. Erkennen sich Leute da wieder schon mal? Also über irgendwelche Texte, die du schreibst und sagen, oh, das geht um mich oder es geht um das und das? Ich glaube, so richtig einschneidend für uns war, in Berlin haben wir gespielt auf der Tour und dann, damit können wir auch schwer umgehen, kam ein Typ zu uns und der halt quasi so in Tränen fast schon ausgebrochen, also nicht, also, ne, also so, oder ich schon gesehen, das hat ihn tief getroffen, dass die Couleur, die wir da geschrieben haben, ihn immer eine ganz harte Zeit in seinem Leben hinweggetragen hat, ihm unglaublich viel Kraft gegeben hat. Und das war schon so für uns, wo wir denken, so, wow, okay, also wir geben uns sehr viel Mühe bei den Texten, wir reflektieren da viel, aber wenn das dann bei einem Externen so ankommt, dass ihm das dann noch was gibt, darüber, also das sind so Momente, wo wir lange Tage dann noch auf Tour darüber diskutieren, weil das glaubt man, denkt man vorher einfach nicht. Das ist so ein bisschen so über Themen und Dinge sprechen, die euch kicken im Sinne von inhaltlich. Also ich meine, ihr macht keine Musik über Politik, aber ihr macht politische Musik, habt ihr, glaube ich, mal gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe. In welche Richtung geht das? Natürlich sehr gegen rechts, nehme ich mal an. Ne? Das ist ein Ding, wo ihr, glaube ich, eine sehr, sehr klare Stimme erhebt, auch bei euren Konzerten. Erzählt mal ein bisschen dazu. Ich glaube, wir würden als Band uns freuen, solche Sachen nicht schreiben zu müssen, vor allen Dingen in Zeiten wie jetzt. Ich finde immer dieses Wort, wenn du sagst, man ist eine politische Band, da gibt es viele, die es halt viel, viel besser oder viel, viel intensiver noch machen als wir. Bei uns steht immer so der Mensch im Vordergrund und wozu kann ein Mensch werden? Und ich sehe Politik immer noch als ein Mittel, um Menschen gut miteinander leben zu lassen. Also aus allen verschiedenen Schichten ein gutes Zusammen.
Leben und was sich halt entwickelt hat in den letzten 3-4 Jahren, was Thema Rechtspopulismus angeht. Es hat uns halt so im Kern getroffen. Ich sage wie vor, dass wir sitzen nicht jeden Tag zu Hause und heulen uns deshalb die Augen. Also, aber es ist halt so, dass wir halt schon in einer Zeit groß geworden sind, wo alles sehr friedlich war, alles, wo man aufeinander zugegangen ist. So habe ich es halt mitgekriegt. Klar, Neonazi-Problematik hatten wir immer schon in einer gewissen Art und Weise, aber nicht diesen Mitte-Rechtsdruck und diese Sprüche, die in letzter Zeit in der Öffentlichkeit legitimiert werden, was man alles tun sah, was man, und das sind so, das wühlt uns auf. Und wir wären echt froh, wenn wir es nicht schreiben müssten, aber wir sind eine Band, der Leute zuhören, also es kommen Leute auf ein Konzert und dann hat der Künstler in dem Sinne immer, finde ich, auch eine Verpflichtung sozusagen. Wir leben in den und den Zeiten und so dürfen wir das halt nicht akzeptieren, weil man halt vor Menschen sprechen kann. Das gilt nicht nur für Mucker, es gilt für Fußballer, jetzt kein Künstler, aber Leute, die halt irgendwelche anderen Menschen erreichen. Und dann sind Songs wie Paroli oder Raison entstanden, wo wir einfach diese Situation nicht akzeptieren wollen und auch nicht werden. Beim Geist der vorbeihuschenden Frau im weißen Schleier, von der ich vorhin schon erzählte, handelt es sich also um Adele B. Und die hat das Hotel in seiner Blütezeit in den 30er Jahren geleitet und soll dann 1949 gewaltsam im Hotel umgekommen sein. Seitdem hängt sie da wohl immer noch ab. Ich habe sie auch gesehen, als ich da war, leider zwar nur auf dem Bild, aber wir haben auch ihr Bett gefunden. Ihr habt was Interessantes gesagt in dem Interview, was ich vorher gehört habe, vor der Aufzeichnung heute. Und zwar ging es da um die, sagen wir mal, noch viel, viel populäreren Künstler. Ja? Die Helene Fischers dieser Welt, die Mark Forsters dieser Welt und so weiter, die ein wesentlich größeres Publikum erreichen, die sich eben nicht eindeutig positionieren. Was denkst du dazu oder was denkt ihr darüber? Wir wollen niemandem einen Vorwurf machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Jeder entscheidet ja und soll auch das entscheiden können, was er tut. Ich glaube, die Künstler könnten sehr, sehr viele Leute erreichen, die dann wiederum nachdenken. Vielleicht hat das Managementbüro, so habe ich das auch mal gesagt, weil ich die nächsten 3 Wochen Dauertelefonate und E-Mails zu beantworten. Es gäbe einen riesengroßen Shitstorm im Internet. Der Künstler muss halt immer wissen, ja, was möchte ich aussagen, wofür stehe ich und was möchte ich mir nachher irgendwann nicht mehr vorwerfen. Und wir leben halt genau in dieser Zeit, wo eine politische Stimmung sehr schnell kippen kann. Das denke ich nach wie vor noch. Also wir leben in extrem gefährlichen Zeiten. Und wenn das dann hier alles mal kippt, dass wir, weiß ich nicht, 33 noch mal erleben, dann will ich mir jedenfalls nicht auf die Fahne geschrieben haben, ja gut, wir haben unsere Fresse gehalten, weil es sich halt so geschickt hat. Mhm. Oder weil man es nicht braucht. Ich denke, jede Stimme, die wir gegen Rechtspopulismus einfangen können, ist relativ wichtig. Und bei Fußballern ist es übrigens anders. So sehe ich das immer so ein bisschen. Ne? Also die dicksten Fußballstars mit Millionenkonten, die positionieren sich ganz klar und überall, wo sie nur können, gegen Faschismus. Mhm. Im oberen Musikbusiness ist das manchmal nicht der Fall. Die Fußballer eher Stress mit Outings. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, absolut. Ja. Ich finde jedenfalls auch, es können gar nicht genug Künstler geben, die sich gemeinsam gegen Rechts und gegen jegliche Form von Rassismus engagieren und das ihrem Publikum auch klar mitteilen. Bei den Schlagerstars, von denen ja auch gerade die Rede war, machen das leider aus reinem Kalkül die wenigsten mit der billigen Ausrede, Politik gehört nicht zum Schlager. Eine glorreiche Ausnahme ist, das kann man ja auch mal lobend erwähnen, auch wenn man die Musik vielleicht nicht so geil findet, Roland Kaiser, der alte Sozialdemokrat. Aber zurück zu Fjord im Hotel, wo sie ihre Videos zum letzten Album und eine Live-Session gedreht haben. Das ist ja schon ein ziemlich geiles Erlebnis. Auf Tour passieren auch immer wieder sehr schöne Sachen. Wie bleiben die Erlebnisse, die ihr so gehabt habt, auf Tour unterwegs? Irgendwelche lustigen Geschichten, die euch hängen geblieben sind? Ja, sehr viele. Ja. Chris, du darfst. Ja. Es ist ja, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich, kurz, dass ja diese Geschichten, die man sich dann noch lange erzählt, wo man auch immer wieder drüber herzlich lacht, das sind halt gar nicht die Sachen, wo man denkt so, boah, krass, wisst ihr noch, wie wir beim Hurricane Festival dann in diesen Palast von Hotel mit 5 Sternen eingecheckt haben, da erinnert sich keine Sau mehr dran. Du erinnerst dich halt daran, wie du vor 5 Jahren irgendwie in Italien gespielt hast, so eine DIY-Show, und wo du dann im Gartenhaus von so einem Veranstalter gepennt hast, dich kaputt gefroren hast und am nächsten Tag in die Karre und dann über die Eifel, über die Alpen irgendwie, wo sind wir da hingefahren, ich weiß gar nicht mehr, nach Zagreb. Solche Sachen, das sind halt so Trips, die schweißen dich halt total zusammen, und da erinnerst du dich dran zurück und denkst so, weißt du noch, wie das war, da lachst du dich drüber kaputt, aber
Gar nicht die, also eher wirklich so eher die schwierigen Sachen, die dich so, die so ein bisschen deine Schule waren, wo du gelernt hast, wie das funktioniert alles und so mit der Band. Ja, und dann gibt's natürlich auch schöne Sachen, wie wenn du dann auf einmal halt vor ausverkauftem Haus stehst, ne? Also das haben wir ja zum ersten Mal erlebt, glaube ich, bei der Kontakt, ne? Bei der Tour Januar 2016, wo dann halt im Vorfeld ein Konzert ausverkauft war, was wir halt auch so gar nicht kannten. Also es war dann auf einmal so, okay, wir wissen jetzt von vornherein, die Tickets sind weg, so. Ganz neue Erfahrung und die Leute waren dementsprechend auch wirklich sehr ausgelassen und das war einfach ein fantastisches Konzert, so einfach krass. Und sowas sind dann auch Sachen, die hängen bleiben natürlich, ja. David, dir noch eine Geschichte eingefallen? Ja, also die meisten Storys wirklich so der Beginn, dass wir dann damals so eine Schweden-Tour gespielt, die ich dann gebucht habe in meinem Wahnsinn. Ja, wir fahren dann später mal Stockholm und sowas alles. Und dann bin ich mit meinem alten Kombi davor gefahren und der Chris stand da so neben, Kippe geraucht. Fahren damit? Und ich so, ja Junge, mehr an Gagen, weiß ich nicht. Wir fahren und dann haben wir da noch so einen riesen Busbox eingepackt, sind mit 4 Mann rüber und ich bin dann bis Rostock, dann die Fähre und dann noch bis nach Stockholm hoch, sind nochmal 600 Kilometer. Und dann haben wir da unsere Band kennengelernt, mit der wir getourt haben und wir waren halt alle total durch, also wir wirklich nicht gepennt. 9 Konzerte in Rostock gespielt, direkt auf die Fähre rüber. Und dann habe ich gesagt, ja, wo können wir denn vielleicht später dann pennen? Und die so, ja, nee, ist kein Problem. Der Schlafplatz ist 400 Kilometer wieder die andere Richtung. Und dann habe ich mich halt wieder auf den Bock gesetzt und sind wir nach Jönköping runter. Und haben dann da, also das sind so die Sachen, ey, da waren wir so zusammen. So dieser ganz gewisse Moment. Ja. Und ich glaube, das wird immer hängen bleiben. Also das würden wir auch jedes Mal nochmal wieder machen, glaube ich. Ich habe es immer geliebt mit dem alten T3-Bulli, den wir uns geliehen haben. Den haben wir Donald getauft. Ja. Das war so ein orangefarbener alter T3-Bulli. Der sah halt wirklich aus wie so ein Müllauto oder sowas. Von so einer Städtereinigung. Jeden Morgen um 7 Uhr verlassen in Köln 60 Spezialmüllwagen den städtischen Fuhrpark. 415 Mann sind es zurzeit, von denen immer 5 zu einer Mannschaft gehören. 2 Roller, 2 Kipper und ein Mann, der die leeren Tonnen zurückstellt. Und damit sind wir, weiß nicht, war das die 3-Wochen-Tour, ne? Ja. 21 Tage oder was, unterwegs gewesen. Und als wir nach hier gefahren sind, auf der Autobahn, da war so ein Berg, ich glaube, da bin ich auch mit Donald lang gedüst. Ja. Und die LKWs fahren halt wirklich so 30. Mhm. Und Donald fuhr auch 30 da hoch. Und sowas vergisst er einfach nicht. Mit den Schweden zusammen, komplett überladen, eine Tonne drüber, Polizeikontrolle gehabt, alle gebetet, bitte messt uns nicht. Er hatte so harte Federn, der ist kein Stück eingesunken. Wenn ich diese Story so höre, wünsche ich ja eigentlich gar nicht, dass das noch geiler wird. So im Sinne von, dass ihr irgendwelche Lightliner und so, was ihr inzwischen da, glaube ich, auch schon macht. Also da, eigentlich ist es ja dann cooler, wenn das alles so auf einem gewissen Niveau hängen bleibt. Ja. Von den Storys her. Alles gut. Was interessiert euch eigentlich sonst noch außer Musik? Macht ihr sonst noch irgendwelche wilden Sachen? Ich kenne ja Musiker, die gehen dann angeln oder so. Oder immer Materia fällt mir da gerade so ein, mit dem ich lange angeln war. Und macht ihr solche Sachen? Gibt's das? Außergewöhnliche, das ist jetzt die Kategorie außergewöhnliche Hobbys. Ich glaube, Musik verschlingt schon sehr viel. Dann verschlingt Privates noch was. Ich glaube, wir sind dann auch mal so gern, dass wir dann immer mal gerne Serie gucken. Ja, so, ja, natürlich. Das machen wir natürlich auch gerne. Aber es ist jetzt nicht, dass einer von uns noch Golf spielt oder irgendwie einen Tennisclub hat. Dass wir schon sehr, sehr ausgelastet sind mit dem, was wir machen. Vor allen Dingen, weil ja dieses kreative Arbeiten dir immer mal wieder so reingrätscht. Dann kriegst du eine Idee irgendwo, wenn du rumsitzt oder in der Bahn fährst. Und dann setzt du dich halt zu Hause wieder an den Rechner und dockst rum. So, und ich glaube, deswegen wollen wir uns nicht so viel anderes irgendwie aufhalsen. Und wir sind auch sehr unsportlich, oder? Machen wir mal irgendwie. Das ist auch geil. Guckst du mich jetzt dabei an? Wir sind total unsportlich. Mega. Also ich glaube. Bin ich aber auch. Da sind wir in guter Gesellschaft. Ja. Außerdem, ich meine, so wie ihr abgeht live oder sowas, das ist ja quasi Sport. Genau. Oder? Genau. Ja. Ich muss auch noch eine Rockband gründen, so in meinem Alter. Ja. Dann komme ich auch mal noch zum Sport. Wenn du Bassisten suchst, rufst du mich an. Komme ich auch noch zum Sport machen. Ja, war cool mit euch hier. Ja, am Waldlust-Hotel irgendwie. Ja, so. Hoffe, dass es noch ein paar Jahre stehen bleibt. Wäre eigentlich ganz schön. Ja. Also, dass das für die Nachwelt noch eine Weile erhalten bleibt. Es gibt Leute, die wollen es, glaube ich, abreißen lassen. Andere sagen, nee, muss stehen bleiben, ist Denkmalschutz und so. Mhm. Aber das ist super. Ja, vielen Dank, Leute. Ja, danke dir.